Ja, dann herzlich willkommen bei unserem ersten grünen Katastrophenschutzkongress. Ich muss das schon ganz ehrlich sagen, ich bin erstaunt, wie pünktlich alle sind, aber das ist wahrscheinlich bei Ihnen selbstverständlich. Bei uns Grünen ist es meistens so bei Veranstaltungen, dass so über eine halbe Stunde lang die Leute so langsam eintröpfeln, aber das scheint bei Leuten von Feuerwehr, THW und Hilfsorganisationen ein bisschen anders zu sein. Aber es freut uns natürlich sehr, dass Sie alle gekommen sind, auch so zahlreich. Und genau, ich kann Sie nur ganz herzlich willkommen heißen hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Wir sitzen jetzt hier im Saal der SPD. Die Grünen arbeiten noch dran, dass wir irgendwann auch so eine große Fraktion sind, dass wir auch irgendwann einen so schönen großen Fraktionssaal bekommen, vielleicht bei der nächsten Landtagswahl. Mein Name ist Verena Schäffer. Ich bin Sprecherin für Innenpolitik der Grünen Landtagsfraktion und auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass so viele gekommen sind und ich würde als erstes auch direkt an quasi meinen Chef, unseren Fraktionsvorsitzenden Rainer Priggen, weitergeben, der uns begrüßt. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Verena, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit. Also ich muss jetzt gleich Verena korrigieren, Fraktionssitzungen der Grünen, die ich leite seit 4 Jahren, sind auch pünktlich. Das haben wir uns auch angewöhnt. Verena ist eine der Leistungsträgerinnen, da gar keine Frage. Es macht Spaß, mit ihr da zu arbeiten und man muss immer die Pünktlichen belohnen, anders kann das auch nicht sein. Aber dass Sie natürlich da noch einen stärkeren Maßstab haben, das hat Verena schon schön erklärt. Ich bin, das will ich sagen, bei Grüns das Koalitionsfossil, weil ich habe alle 4 Koalitionen mit der SPD hier in Nordrhein-Westfalen verhandelt. Die erste damals mit Johannes Rau, Müntefering, Schleuser, Klemen und. Die zweite und dann jetzt 2-mal mit Hannelore Kraft und das macht richtig Spaß, so wie wir jetzt im Moment miteinander arbeiten, weil wir doch gelernt haben aus den ersten Jahren. Und es macht auch Spaß, weil ich jetzt als Ältester in der Fraktion aber auch merke, dass wir in der nächsten Generation junge Männer und Frauen haben, die richtig mit Engagement dabei sind und die sich in Themen reinarbeiten, die man zunächst mal nicht unbedingt als grüner Schwerpunkt vermutet. Ich bin selber Maschinenbauingenieur, komme aus dem Energiebereich, habe auch immer Energiepolitik gemacht. Wenn Sie ein bisschen über NRW wissen, dann wissen Sie, wie viel Freude das zwischen Sozialdemokraten und Grünen bei Steinkohle und bei Garzweiler immer war. Aber auch da kommen wir ja zu vernünftigen Lösungen. So, Verena hat uns mit dem Thema schon vertraut gemacht. Wir sind im Februar ja schon unterwegs gewesen, haben mit allen 29 Abgeordneten und auch da muss ich sagen, 29 Männer und Frauen mit Mitarbeiterinnen, über 100 Personen. Wir mussten aus unserem Saal schon ausweichen, in den, der hier drunter ist, weil wir so viele sind. Wir brauchten das erste Mal eine Lautsprecheranlage, weil man das Gemurmel dann ja auch manchmal übertönen muss. Also insofern sind wir schon gut gewachsen und aber wir sind offen für Neues. So. Es trifft sich eigentlich, dass man sich mit dem Thema jetzt beschäftigt, weil das sind jetzt 2,5 Wochen her und ich weiß noch, wie wir am Montagabend mit meinem Sohn und meiner Frau in Aachen in unserem Haus gestanden haben, so nach Belgien rüber geguckt haben. Wir wohnen 3 Kilometer von der Grenze und diese Gewitterfront da haben anrollen sehen. Und man sah den Himmel, wie das dann so über Ausläufer der Eifel, Ardennen dann zu uns rüberzog. Und dann muss ich sagen, dann kam das Unwetter. Und das war beeindruckend, aber es hat ja jetzt in der Aachener Region nicht so zugeschlagen. Wir sind also wirklich glimpflich davongekommen. Man hat dann natürlich abends die Meldung gehört aus Düsseldorf und wie ich dann am nächsten Tag Richtung Düsseldorf gefahren bin. Wir haben die ganzen Verkehrsdurchsagen gehört. Wir mussten unseren Mitarbeiterinnen dann in der Woche den Rest freigeben, konnten Betriebsausflug nicht machen, weil einfach nicht durchzukommen war auf den Hauptverkehrsstrecken. Ich hatte am nächsten Morgen, am Dienstag, die Jennifer Sauer da sitzen, die hier in der zweiten Reihe sitzt, meine junge Büroleiterin. Die hatte ganz kleine Augen, weil sie bis morgens um 5 im DLRG im Einsatz war. Und dann habe ich erfahren, dass also so ein Hobby dann nachts für sie ist, Autos aus vollgelaufenen Unterführungen zu schleppen. Das hätte ich jetzt in meinem Büro nicht vermutet, dass wir dann noch so ein Talent haben. Und ich will aber auch sagen, es ist schon so, dass einen das ein bisschen stolz macht, wenn man dann die Bilder in den nächsten Tagen sah, wie Kolonnen der Feuerwehr vom Niederrhein, von Ostwestfalen unterwegs waren ins Ruhrgebiet. Und ich bin am Samstagmorgen bei unserem Bäcker gewesen, um Brot zu holen. Und er sagt dann, oh, er war extra früh an dem Tag, weil er musste für die Aachener Feuerwehr ganz früh Brötchen machen, weil die wären alle unterwegs an dem Tag ins Ruhrgebiet, also 5 Tage später. Und wenn man dann sagt, gut, es ist gut organisiert, es ist tatsächlich so, dass diese Solidarität, auch dass die Praxis, dass wenn das jetzt regional zwar stark betroffen ist, aber nicht jetzt das ganze Land getroffen ist, dass man dann in der Lage ist zu mobilisieren
und das dann im Fernsehen waren ja diese Bilder, wie Kolonnen von Feuerwehrfahrzeugen hintereinander waren, dass dann das auch eingeübte Praxis ist. Also das ist sowas, wo man sagt, wir sind gut organisiert, das ist bei uns auf einem hohen Niveau und das ist auch was alle dann erstmal auch ein bisschen stolz machen kann. Nimmt ja nichts von der Arbeit, die man machen muss. Wenn man die Bilanz jetzt zieht, das, was wir bisher haben, an Zahlen aus dem Innenministerium, 31.000 Einsätze und 36.000 Einsatzkräfte bei Feuerwehr, THW, Hilfsorganisation und Bundeswehr. Jetzt nicht Polizei gerechnet, nur das andere. Das ist schon eine beeindruckende Zahl, dass das mobilisiert werden kann. Und es sind immerhin 6 Menschen, die ihr Leben verloren haben, 98 Verletzte und davon aber auch 17, die im Einsatz sich dann verletzt haben, was ja nicht zu vermeiden ist. Wenn Sie Bäume haben, das wissen wir, wir kennen jetzt, ich war länger im Agrarausschuss auch, dann wissen Sie genau, wenn Sie nach Sturmschäden aufarbeiten, dann wissen Sie, wie viele Tote Sie pro 1 Million Festmeter haben, weil die Bäume eben unter Spannung stehen und nicht so normale Arbeit ist, die ja schon schwierig genug ist. Insofern soll das Erste sein, auch an dieser Stelle nochmal für die Fraktion, für alle, die da beteiligt waren, ein ganz herzliches Dankeschön, weil es eben eine Arbeit von ganz vielen war. Wir haben dann auch flexibel reagiert, damit die Jennifer wieder normale Augen kriegen konnte und das aufholen konnte. Sie musste an dem Tag keine Überstunden machen. Also wir haben das angemessen gelöst. Aber dafür als Erstes ein herzliches Dankeschön. Und jetzt ist die Freude und ein bisschen Stolz über das, was man da macht, das eine. Und auf der anderen Seite wissen wir, dieser hohe Standard ist einer, der ist erarbeitet worden. Der fällt nicht vom Himmel. Und der muss auf Dauer erarbeitet werden und der muss auch in der Akzeptanz erarbeitet werden, in den Strukturen erarbeitet werden. Und wir haben auch Bedingungen, die sich verändern, auf die man reagieren muss. Also auch jetzt in diesem Bereich reagieren muss. Wir haben eine veränderte Bedingung bei der Frage Akzeptanz des Ehrenamtes. Also ob das Ehrenamt, was gerade in ländlichen Räumen traditionell immer dazugehört hat, auch in den nächsten Generationen in der gleichen Intensität weitervermittelt werden kann, das erfordert Arbeit, das erfordert aufeinander zugehen. Das sind auch Themen, die dann gleich in den einzelnen Fachforen auftauchen, um die man sich kümmern muss. Ganz große Herausforderung aus meiner Sicht der demografische Wandel. Das erleben wir an vielen Stellen. Ich sage mal ein konkretes Beispiel, was uns beschäftigt. Nur als ein Beispiel, der Schulamtsbezirk bei uns in der Eifel, Monschau, Simmerath, Röttgen, ist alles südlich von Aachen, hat in 10 Jahren 1.000 Kinder weniger in den Klassen 1 bis 10. 1.000. Das heißt, der geht runter von 2.700 auf etwa 1.600. 30 Klassen. Das heißt ja in der Konsequenz 15 Jahre später auch 30% weniger Führerscheine. Das heißt, Herausforderung für die Infrastruktur, mehr auf Erhalt statt auf Neu zu setzen. Das heißt aber auch eben Herausforderung für die ganzen Strukturen im ländlichen Raum, was Krankenhäuser angeht, was freiwillige Hilfskräfte angeht, was alle Infrastrukturmaßnahmen angeht. Und die Eifel ist nur ein Beispiel. Wir haben das in ähnlicher Weise ja im Siegerland, in Teilen in Ostwestfalen. Wir haben auch Veränderungen demografischerseits im Ruhrgebiet, unterschiedliche Wanderungsbewegungen. Aber das ist eine Frage, der man sich stellen muss bei der ganzen Diskussion. Und das sollte jetzt nicht sein. Zweiter Punkt ist, das habe ich gesehen, taucht in den Workshops auch auf. Wir sind ein Einwanderungsland. Die Bundesrepublik schon lange und Nordrhein-Westfalen hat ja nun wirklich eine urlange Tradition. Das wissen wir. Das Ruhrgebiet war eines der Einwanderungszentren und wir sind jetzt ein Einwanderungsland. Und dann ist die Frage und die Herausforderung, daran arbeitet Verena, daran arbeiten die Innenpolitiker ja immer wieder, auch vernünftigerweise, dass zum Beispiel im Polizeibereich es nur klug und intelligent ist, wenn sich die Bevölkerung in ihrer Vielfalt auch in den Einsatzkräften, in der Rekrutierung von Polizei und allem widerspiegelt. Alles andere wäre Unsinn. Und da muss man aber dran arbeiten. Und das gilt ja genauso für Feuerwehr, für THW und anderes. Auch da muss ich gucken, man wäre ja dumm, wenn man nicht die Potenziale, die bei Menschen mit Migrationshintergrund liegt, auch nutzt und auch auf die zugeht, vielleicht etwas anders zugeht, um ihnen überhaupt zu erklären, was ist technisches Hilfswerk. Das kann man ja nicht unbedingt wissen. Das ist ja ein bisschen Spezifikum bei uns. Auch was ist freiwillige Feuerwehr? So, das heißt, die Potenziale, die wir da haben, und dann, das darf ich als Grüner sagen, da sind wir ja die Besten von allen Parteien, die Potenziale bei Frauen. Also wir haben das Prinzip bei Abgeordneten, bei allen Parlamenten, es ist immer die Nummer 1 eine Frau und dann 2 der Mann, 3, 4, sodass wir immer die 50% haben, mindestens. Und ich mache das nun so lange, ich bin Maschinenbauingenieur, ich habe an der Technischen Hochschule in Aachen studiert, also immer in männerdominierten Bereichen. Es macht schon Spaß. Es macht schon Spaß, auch dieser ganze Prozess des Miteinanderarbeitens, des Austragens und
ich sag mal, da ist bei der Feuerwehr auch noch ein gewisser Nachholbedarf. Ich darf das ehrlich sagen. Ich habe im Rahmen dieses Termins im Februar die Feuerwehr, die hauptamtliche Feuerwehr in Aachen besucht. Das war beeindruckend, die Leitzentrale, auch wie gearbeitet wird, wie Stadt Aachen und Städteregion da zusammenarbeiten. Und dann in Herzogenrath die grenzübergreifende Feuerwehr, die da zusammenarbeiten mit den Niederlanden. Und die Aachener Berufsfeuerwehr war die einzige, die noch so einen Pin-up-Kalender da in den Räumen hängen hatte. Wir haben das auch angesprochen, weil das tut man heute eigentlich nicht mehr. Aber da war, sagen wir mal, eine etwas reservierte Haltung noch an der Stelle. So, will nur sagen, das sind so nur angerissene Themenbereiche, um die man sich kümmern muss. Und ich habe auch verstanden, dass auch ein Thema dieses Kongress ist, Aspekte davon zu beleuchten. Und jetzt ist das aber so, das sind Herausforderungen. Das sind Probleme, die man lösen kann. Und ich glaube, dass es sich lohnt. Und wenn ich meine junge Büroleiterin beschrieben habe, dann wissen wir auch, dass junge Menschen aus den nächsten Generationen, ich darf das als jemand, der über 60 ist, sagen, sehr wohl zu gewinnen sind. Und dass die auch wiederkommen. Und die hat nicht morgens um 5 gequält geguckt, also nach dem Einsatz, sondern die kam und sagt, das war wohl anstrengend, aber hat Spaß gemacht. Und sie ist bei der DLRG und beim Deutschen Roten Kreuz, also doppelt tätig neben ihrer Arbeit hier. So. Unsere Fraktion hat sich dem Thema zugewandt, immer wieder, das ist so, angetrieben von Verena Schäffer, weil sie das als Abgeordnete zu ihrem Thema gemacht hat. Als ich sie kennengelernt habe, habe ich nicht gedacht, dass nachher Verfassungsschutz und Polizei und Katastrophenschutz und Feuerwehr ihre Themen sind. Aber es ist schön, wenn man merkt, dass jemand auch mit einer gewissen Leidenschaft in solche Themen reingeht. Ich habe immer die Energiepolitik so gehabt, aber man braucht das auch, eine Verknüpfung mit einem Thema. Die größte Freude, die wir ihr machen konnten, war, als sie in der Fraktion zum Geburtstag eine Flasche Löschzwerge geschenkt bekommen hat. Das ist im Übrigen eine Biersorte, die ich jetzt sogar in Aachen kaufen kann, die aus dem Paderborner Raum kommt. Das ist ganz interessant, aber so bringt sie uns das Thema dann nah. Insofern wünsche ich Ihnen und uns allen, will mich nochmal bedanken, dass so viele von Ihnen gekommen sind an einem Freitagnachmittag. Der Termin ist ja zum Glück so gelegt worden, dass um 18 Uhr heute mal kein WM-Spiel ist. Also auch die Sensibilität ist bei der Kollegin Schäffer da. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Erfolg, gute Erkenntnisse und dass Sie nachher nach Hause gehen und sagen, es hat sich gelohnt. Herzlichen Dank. Ja, und ansonsten würde ich anfangen, quasi auch mit einer politischen Einleitung. Wir haben ja gleich als Gast auch noch Herrn Unger vom BWK, was uns auch sehr freut, dass Sie heute da sind und sozusagen auch als Bundesbehörde in den Landtag gekommen sind, zu einer Landtagsfraktion. Das ist natürlich für uns auch sehr schön. Aber ich würde gerne anfangen auch mit einer politischen Blickrichtung und will mich erstmal bedanken für das Interesse. Es sind hier ganz viele Leute von Feuerwehr, THW, aber es sind auch viele grüne Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker da. Und das freut mich eben auch. Und es freut mich, dass so viele gekommen sind, trotz des NRW-Tages, der jetzt ja heute in Bielefeld startet, wo wahrscheinlich auch am Wochenende noch viele hinfahren werden, trotz des Unwetters und der Aufräumarbeiten und trotz der sich jetzt momentan konstituierenden Stadträte und Kreistage. Auch das läuft momentan ja jetzt nach der Kommunalwahl. Als wir hier den Kongress geplant haben, konnten wir natürlich überhaupt nicht absehen, dass es dieses Unwetter geben würde. Natürlich nicht, wie auch. Und ich möchte mich auch nochmal an dieser Stelle dem Dank von Rainer Priggen anschließen, dem Dank einfach der vielen Helferinnen und Helfer, die im Einsatz waren und auf der anderen Seite aber natürlich auch denjenigen gedenken, die bei dem Unwetter verletzt wurden oder eben auch getötet wurden. Auch das, finde ich, gehört an dieser Stelle dazu, das auch nochmal zu benennen und dass wir auch heute in Gedanken eben auch bei den Angehörigen der Opfer und bei den Verletzten sind. Das Unwetter an sich hat für mich als grüne Politikerin, und ich glaube, das geht vielen Personen so, die bei Bündnis 90 die Grünen aktiv sind, auch nochmal deutlich gemacht, welche Auswirkungen der Klimawandel eigentlich für unser tatsächliches alltägliches Leben eben auch haben. Und vielleicht kann man nicht so pauschal sagen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Klimawandel und dem Unwetter an Pfingsten gibt, weil es auch immer schon heftige Sommergewitter gegeben hat. Aber ich denke, wir müssen uns schon darauf einstellen und darauf weisen ja immer auch Klimaforscher und Meteorologen hin, dass es in Zukunft eher mehr solcher extremen Wetterlagen geben wird, eben auch hier in Deutschland infolge des Klimawandels. Und insofern müssen wir uns, glaube ich, ein Stück weit auch darauf einstellen, in Zukunft solche Lagen auch zu bewältigen. Und auf der anderen Seite als Innenpolitikerin, man hat ja auf die Themen auch immer unterschiedliche Blickrichtungen und unterschiedliche Zugänge. Als Innenpolitikerin muss ich sagen, dass sowohl dieses Unwetter als auch im vergangenen Jahr die Flutkatastrophe, die wir ja hier in Deutschland auch hatten, nochmal sehr deutlich gemacht haben,
dass der Katastrophenschutz ohne die vielen Ehrenamtlichen und diejenigen, die das in ihrer Freizeit ja machen, also neben ihrem normalen Beruf, so eigentlich nicht zu stemmen wäre. Und das sind die Feuerwehren, das ist das THW, das sind die Hilfsorganisationen, und um die auch mal auszusprechen, also der Arbeiter-Samariter-Bund, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfallhilfe und der Malteser Hilfsdienst, die hier auch einfach in Nordrhein-Westfalen gut organisiert sind und da Unterstützung leisten. Und man muss sagen, dass das Ehrenamt in Deutschland eben eine ganz wesentliche Säule des Bevölkerungsschutzes darstellt. Und das war für uns auch als Grund, als Vorbereitungsgruppe, die jetzt heute diesen Kongress vorbereitet hat, die stelle ich gleich noch vor, aber das war der Grund zu sagen, wir wollen mal einen Kongress zu dem Thema machen, ist vielleicht nicht ganz üblich für uns Grüne, aber wir wollen auch mal als Grüne uns diesem Thema annähern und wenn wir das machen, dann eben auch zum Thema Ehrenamt. Und an dieser Stelle würde ich ganz gerne mal diejenigen vorstellen, die mitgewirkt und mitgearbeitet haben. Das ist einmal die Julia Meyer, die vielleicht einmal kurz winken oder aufstehen kann, die Sprecherin der Grünen in Bonn ist. Genau, Sprecherin der Grünen in Bonn, stellvertretende Sprecherin der, ich wusste nicht, ob ich das sagen darf. Darf ich sagen, Mitarbeiterin des BWK, aber heute natürlich ehrenamtlich auch hier. Also auch das gehört dazu, auch Grüne machen natürlich ja ehrenamtlich Politik. Dann der Janosch Dahm, der, glaube ich, gerade gekommen ist. Mitglied im Landesvorstand der Grünen und Unfallchirurg und Notarzt. Und dann der Robin Wagener, der ebenfalls bei den Grünen unterwegs und aktiv ist und auch jahrelang beim Deutschen Roten Kreuz ehrenamtlich mitgearbeitet hat. Außerdem Matti Bolte, der, glaube ich, noch nicht da ist. Der Matti Bolte kommt gleich rein, ist mein zweiter von insgesamt, also wir sitzen zu dritt im Innenausschuss und Matti Bolte wird gleich auch kommen, also wir werden immerhin zu zweit sozusagen aus dem Innenausschuss hier sein, zwei von drei Leuten. Mal schauen, ob die dritte Monika Dükas nachher auch noch schafft. Und ansonsten will ich mich auch nochmal bedanken bei unseren Mitarbeiterinnen, bei Marwan Bagizade, die hier hinten sitzt, bei Laura Overhage, die ganz viel vorbereitet und die ganzen Referenten angeschrieben hat, bei Ulrike Neuhaus, die mittlerweile nicht mehr für uns arbeitet, aber ganz viel auch vorbereitet hat, und bei Hasrit Karatschuban, die draußen stand, die Anmeldungen entgegengenommen hat, und natürlich auch bei Namboa Mugalu, die hier vorne sitzt und mitfilmt. Also vielen Dank auch an euch. Ich habe mir so in Vorbereitung auf heute nochmal Gedanken gemacht, welches Bild gibt es eigentlich in der Gesellschaft über die Freiwilligen und Ehrenamtlichen in den Feuerwehren, im THW, bei den Hilfsorganisationen. Und da muss man, glaube ich, sagen, das Bild an sich ist sehr vielfältig, es ist insgesamt sehr anerkannt, es ist vielleicht in Teilen auch widersprüchlich, aber auch von viel Unwissenheit geprägt. Ich glaube, auch das gehört zum Bild dazu. Und was die Unwissenheit angeht, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen hier im Landtag spricht, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dann muss man schon feststellen, dass es eine große Unwissenheit gibt über Aufgaben, Verantwortung, über Strukturen in diesem Bereich. Und ich glaube, es gibt nur sehr wenige, die wissen, dass dieser Bereich fast ausschließlich aus Ehrenamtlichen besteht. Und die Erwartungshaltung in der Gesellschaft ist ja eigentlich sehr enorm. Also die Erwartungshaltung ist, wenn es brennt oder wenn der Keller vollgelaufen ist mit Wasser oder eben auch, wenn es eine große Flutkatastrophe gibt, dann ist die Erwartungshaltung eigentlich, dass die Organisationen sehr schnell vor Ort sind. Das wird als sehr selbstverständlich angenommen. Und auch wenn es eine große Anerkennung für die Arbeit gibt, nicht umsonst genießen ja Feuerwehrleute und Sanitäter bei Umfragen, welche Verantwortung und welche Berufsgruppen man hat, ja ein sehr hohes Vertrauen, eine sehr hohe Anerkennung, übrigens im Gegensatz zu uns Abgeordneten, uns Politikerinnen und Politikern. Wir sitzen da oder stehen meistens eher am Ende der Skala. Aber es gibt einfach eine sehr große Anerkennung in der Gesellschaft. Und deshalb glaube ich, dass das auch eine Chance für uns ist, eben auch weitere Personen dafür zu gewinnen. Aber ich glaube auch, dass wir gemeinsam noch die große Aufgabe haben, auch Aufklärung zu betreiben darüber, wie funktionieren die Strukturen eigentlich, und um auch deutlich zu machen, welche unbezahlbare, im wörtlichen Sinne auch gemeint, welche unbezahlbare Leistung eigentlich die Freiwilligen, die Helferinnen und Helfer da erbringen. Weil man muss einfach sagen, auch aus politischer Sicht, es gibt keine andere staatliche Aufgabe, die so sehr auf dem Ehrenamt beruht, wie eben dieser Bereich. Und die Kommunen sind zwar verpflichtet, Kräfte für den Brandschutz, für die Hilfeleistung, für den Katastrophenschutz vorzuhalten.
Und deshalb meine ich, ist es auch im Sinne der Kommune. Deshalb freue ich mich auch, dass so viele grüne Kommunalpolitikerinnen und Politiker heute gekommen sind. Es ist einfach im Sinne der Kommunen, das Ehrenamt zu stärken. Natürlich einfach, weil es darum geht, eine gesetzliche Pflicht zu erfüllen. Aber auch, weil es natürlich für die Kommunen eine Kostenfrage ist. Das muss man ja auch mal klar sagen. Aber ich meine, es ist nicht nur eine Kostenfrage, sondern ehrenamtliches Engagement ist eben ein prägendes Element einer demokratischen Gesellschaft, deren Bürgerinnen und Bürger das Gemeinwesen aktiv mitgestalten. Und ich glaube, dieser Punkt verbindet uns sehr stark auch mit denjenigen, die vor Ort ehrenamtlich Politik betreiben, weil auch die machen das ehrenamtlich in ihrer Freizeit, sind in einem hohen Maße engagiert für die Kommune und das Gemeinwesen. Und ich glaube, dass wir viel voneinander lernen können, weil ich glaube, dass die Probleme und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sehr ähnlich sind. Ich habe jahrelang der Grünen Jugend hier in Nordrhein-Westfalen als Sprecherin vorgesessen und ich weiß, wie schwierig das ist, heute mache ich hauptberuflich Politik, aber ich weiß, wie schwierig das ist, ehrenamtlich neben neben Familie, neben dem Studium in meinem Fall und so weiter, ehrenamtlich einfach engagiert zu sein, unterwegs zu sein und Verantwortung vor allen Dingen auch zu übernehmen für andere Menschen. Und ich glaube, da verbindet uns vieles. Für Nordrhein-Westfalen, um da einfach auch nochmal die Zahlen zu nennen, engagieren sich ungefähr 80.000 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte, 20.000 Helferinnen und Helfer bei den Hilfsorganisationen und 18.000 Menschen beim NRW-Landesverband des Technischen Hilfswerks. Und ich finde, auch das verdeutlicht nochmal die Rolle des Ehrenamtes. Ich bin aber kürzlich bei einem Pressegespräch, das haben Sie vielleicht auch in den Medien gesehen, wir hatten ja kurz vorher nochmal ein Pressegespräch, um auch auf den Kongress hinzuweisen, sehr stark gefragt worden und die Journalisten haben immer wieder nachgebohrt, wie sieht es denn aus mit dem Ehrenamt? Werden wir in Zukunft noch genügend ehrenamtliche Kräfte haben oder brauchen wir eigentlich nicht mehr Hauptamt? Und meine Antwort auf diese Frage ist, ich meine, wir haben derzeit noch genügend ehrenamtliche Einsatzkräfte, aber ich meine auch, dass wir die Diskussion darüber jetzt führen müssen, weil es ist eine Diskussion, die gerade bei so einem relevanten Sicherheitsthema nicht aufgeschoben werden darf. Wenn man nicht jetzt über Strukturen und über Strukturen redet, auch eine ehrliche Bestandsaufnahme dessen macht, dann glaube ich, ist das fatal und ich halte auch nicht viel davon, Situationen schön zu reden, sondern Probleme werden an uns ja auch herangetragen und aus meiner Sicht ist Politik da auch in der Verantwortung entsprechend auch zu handeln und dazu gehört für mich auch eine ehrliche Auseinandersetzung darüber, ob wir mehr Hauptamt brauchen. Da bin ich im Übrigen sehr gespannt auf die Diskussion heute, auch bei der Abschlussdiskussion, weil ich weiß, dass das ein sehr heißes Eisen ist, auch unter den Freiwilligen und den Helferinnen und Helfern. Ja, was die Herausforderungen angeht, wir sagen das ja hier ständig und da ist viel an uns herangetragen worden, auch in Gesprächen. Was ich nochmal spannend finde, auch an Zahlen, vor kurzem ist in der Zeitung Die Zeit ein ganz interessanter Bericht vorgestellt worden über das Thema Pendeln, also wie viele Menschen pendeln eigentlich in andere Städte, um dort zu arbeiten, weil eben immer weniger Menschen an dem Ort wohnen, wo sie eben auch arbeiten. Das heißt, so im Tagesdienst eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das sind immerhin 60% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die eben nicht mehr an dem Ort arbeiten, wo sie auch wohnen, sondern die woanders hin pendeln. Und das sind für Deutschland eben über 17 Millionen Menschen. Übrigens im Vergleich, vor 60 Jahren ist noch ungefähr jeder Vierte ausgependelt. Heute sind es ungefähr 60%. Also das, finde ich, macht auch nochmal deutlich, wo wir hier eigentlich stehen, gerade eben im Bereich auch der Arbeit der Feuerwehr. Und viele Ehrenamtliche berichten uns, dass die Anerkennung beim Arbeitgeber immer stärker sinkt. Auch, und das wissen wir, das erleben wir ja alle, weil die Flexibilität im Beruf steigt, die Anforderungen steigen und es gibt weniger Verständnis dafür, wenn Menschen ehrenamtlich tätig sind und zum Einsatz eben dann auch mal raus müssen. Und auf der anderen Seite, das hast du ja auch gerade schon beschrieben, das Thema demografische Entwicklung. Ich denke, dazu gehört auch noch das Thema konkurrierende Freizeitangebote. Was machen wir eigentlich vor Ort, wenn es attraktiver ist, zum Fitnessstudio zu gehen und vielleicht nicht eben in eine der Organisationen? Auch das Thema Wehrpflicht, das ist für uns Grüne ja durchaus ein schwieriges Thema, weil wir immer dafür waren, die Wehrpflicht abzuschaffen. Jetzt sehen wir aber, dass sowohl beim THW als auch bei den Feuerwehren, von denen wird uns das immer berichtet, dass natürlich diejenigen, die vorher den Ersatzdienst dort gemacht haben und dann nachher da geblieben sind, weil sie Freunde gefunden haben und eine Anbindung hatten, dass die ein Stück weit wegfallen. Also auch das ein Thema. Aber ich meine auch, dass man nicht alles nur negativ sehen sollte, sondern dass wir eben auch Chancen haben in der gesellschaftlichen Entwicklung, die einfach da ist. Und das hattest du gerade schon genannt, das Thema Zuwanderung. Die Einbindung von Menschen mit Migrationshintergrund ist für uns ein großes Thema. Ich meine auch, dass die Organisationen da viel auch von haben, von der Vielfalt, wenn es zum Beispiel um Mehrsprachigkeit geht, meine ich, dann bereichert uns das. Genauso aber auch die Frage ältere Menschen, ältere Ehrenamtliche, wie können wir die einbinden?
ist ein Thema und auch das Thema Inklusion. Wir diskutieren hier im Landtag ja sehr intensiv über schulische Inklusion. Sie kennen ja die ganzen Debatten auch in den Medien. Und man muss einfach sagen, es gibt eine Verpflichtung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das ergibt sich nicht zuletzt aus der Behindertenrechtskonvention, aber die Frage ist natürlich, was heißt das denn heruntergebrochen? Was bedeutet das denn, wenn wir sagen, wir wollen Inklusion? Wie kann das funktionieren und welche Hilfestellungen brauchen vielleicht auch diejenigen, die ehrenamtlich aktiv sind und Menschen mit Behinderung integrieren wollen? Darüber wollen wir nachher in einem der Workshops diskutieren. Genauso die Frage ländlicher Raum. Auch ein Thema, worüber wir Grünen in den letzten Wochen sehr intensiv auch diskutiert haben. Was heißt das für den ländlichen Raum, wenn Menschen älter werden, wenn sie wegziehen, wenn Jugendliche nicht mehr da bleiben, beziehungsweise nach der Schule eben auch woanders studieren und arbeiten wollen? Was heißt das für den ländlichen Raum? Wie kann man die Infrastruktur auch zukünftig aufrechterhalten? Welche Aufgabe hat dabei auch die Jugendarbeit, die ja nicht nur die Aufgabe hat, Nachwuchs zu generieren, sondern ich meine auch eine wichtige pädagogische Funktion hat als Jugendarbeit? Das wird ein Thema sein und auch ein Thema wird sein die Frage Ausbildung, Professionalisierung. Können wir unseren Ehrenamtlichen eigentlich das noch zumuten, was wir verlangen an Qualifikation? Ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Wie kann man das in Zukunft gewährleisten? Aber auch die Frage, wie geht man mit traumatisierenden Einsätzen um und welche Nachbereitung ist dafür möglich? Ich will an dieser Stelle auch schon mal Danke sagen an die vielen Referentinnen und Referenten, die wir gewinnen konnten. Die werden sich an den einzelnen Workshops noch vorstellen, aber dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Und ein Thema, was ich noch ansprechen will, was vielleicht auch ein bisschen heikel ist, das Thema Eigenverantwortung. Ich habe mich das nach dem Pfingstunwetter gefragt. Wie viel Eigenverantwortung können wir Bürgerinnen und Bürgern eigentlich abverlangen? Sprich, also Stichwort Wetter, also Unwetterwarnung, muss ich unbedingt an so einem Tag noch auf ein Festival gehen oder bleibe ich nicht eher zu Hause? Und ich meine, das ist ja gerade für uns aus politischer Sicht, aus staatspolitischer Sicht auch eine starke Gratwanderung. Man verlässt damit ja so ein Stück weit auch den Pfad des starken Staates, der schon für Schutz sorgen wird für die Bürgerinnen und Bürger. Ich meine aber durchaus, dass man das Bewusstsein in der Bevölkerung auch schärfen sollte dafür, dass jede und jeder auch für sich selbst verantwortlich ist, ein Stück weit zumindest und auch Vorkehrungen treffen kann. Und ein Punkt, den wir ja im letzten Jahr beschlossen haben im Landtag, ist das Thema Rauchmelderpflicht. Da sind zwar die Vermieterinnen und Vermieter gefordert, die Rauchmelder anzubringen, aber ich meine, dass es auch eine Diskussion in Gang gesetzt hat, darüber sich auch selbst zu schützen und Rauchmelder präventiv anzubringen. Und ein weiteres Thema, das Thema spontane Hilfe. Wie gehen wir damit um, wenn Menschen spontan sagen, wie bei der Flutkatastrophe, wir wollen helfen, wir wollen mitmachen, spontan, wir sind nicht ausgebildet, aber wollen trotzdem Sandsäcke füllen, Deiche sichern. In anderen Bundesländern gibt es ja schon entsprechende Plattformen, die Angebote entgegennehmen und versuchen zu steuern, zu gucken, wie kann man die einbinden. Ich glaube, das ist nicht ganz einfach, die zu integrieren in den Dienst, aber ich glaube, oder in die jeweilige Tätigkeit, aber ich glaube schon, dass das ein Zukunftsthema auch für uns sein muss und wo ich auch finde, dass wir hier in NRW darüber diskutieren sollten, ähnliche Plattformen auch ins Leben zu rufen und das Thema mal anzugehen. Ja, jetzt habe ich ganz viel geredet. Aber wir wollen natürlich auch ganz viel mitnehmen. Also das, was heute hier diskutiert wird, wird auch bei uns einfließen in die Arbeit. Mein Kollege Matti Bolte kommt ja gleich auch noch dazu. Wir haben hier mehrere Leute sitzen, wie gesagt, aus der Kommunalpolitik, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Bundestagsfraktion der Grünen, was mich auch sehr freut. Wir werden die Anregungen und Forderungen mitnehmen. Und damit komme ich auch zu meinem letzten Punkt, die Rolle der Politik. In der Politik werden Katastrophenschutzszenarien ja häufig genutzt, um dann vor Ort in gelben Gummistiefeln anzukommen und sich fotografieren zu lassen. Und dagegen habe ich immer so eine gewisse Abneigung, weil ich meine, dass zwar Anerkennung und Besuche von Aktiven vor Ort wichtig sind, aber ich glaube, es reicht nicht aus. Und wenn man sich die Themen im Innenausschuss hier im Landtag auch anguckt, dann muss man sagen, wir diskutieren sehr viel über Polizei, sehr viel über Verfassungsschutz. Wir reden aber sehr wenig eigentlich über Katastrophenschutz. Das mag auch mit den Ebenen zu tun haben. Das wird vor Ort wahrscheinlich auch nochmal anders diskutiert. Aber hier im Landtag, meine ich, muss das Thema auch kontinuierlich bearbeitet werden. Und weil wir als Grüne selbstkritisch festgestellt haben, man darf ja auch mal Selbstkritik loswerden, dass wir eigentlich selber bei dem Thema gar nicht so gut aufgestellt sind, dass wir programmatisch gesehen, also wir erkennen die Arbeit an und so weiter, aber programmatisch gesehen, was heißt das denn jetzt runtergebrochen an politischen Forderungen, die wir erfüllen wollen, meine ich, dass wir ähnlich wie andere Parteien da noch gar nicht so weit sind. Und das war für uns Grund und Anlass zu sagen, wir wollen mal so einen Testballon machen, mal so einen Katastrophenschutzkongress organisieren. Das ist heute der erste und
Wir schauen mal, wie er angenommen und diskutiert wird und vielleicht werden wir in den nächsten Jahren weitere machen. Ich glaube, es gibt viele Themen, über die man diskutieren kann, über Auswirkungen von Klimawandel, über die Frage Gefahren von atomaren Unfällen, aber natürlich auch die alltägliche Arbeit. Und ich sehe uns ein Stück weit am Anfang eines Dialogs, am Anfang einer programmatischen Aufarbeitung auch innerhalb der Grünen und freue mich einfach, dass Sie gekommen sind und uns dabei unterstützen. Und genau, freue mich einfach sehr auf den Austausch und den Nachmittag heute. Genau, vielen Dank. Ja, so viel von der Politik. Wir freuen uns sehr, dass Christoph Unger gekommen ist vom BWK, der auf der einen Seite ein Stück weit auch die Rolle des BWKs darstellen wird. Und wir freuen uns natürlich auch, dass Sie gekommen sind als Vertreter einer Bundesbehörde. Ich hatte das ja schon einleitend gesagt, ist vielleicht auch nicht ganz selbstverständlich, dass eine Landtagsfraktion Sie einlädt, aber wir freuen uns umso mehr, dass Sie da sind und Sie haben jetzt das Wort. Vielen Dank, Frau Abgeordnete, meine Damen und Herren Abgeordnete. Meine Damen und Herren, und als Angehöriger einer Löscheinheit in Bonn darf ich sagen, liebe Kameradinnen und Kameraden, vielen Dank, dass ich bei Ihnen hier heute vortragen darf. Vielen Dank für die Initiative. Damit kommen Sie letztlich schon Handlungsempfehlungen nach zu dem Thema, die wir zusammengestellt haben nach Auswertung von Untersuchungen zu diesem Themenkomplex. Da heißt es nämlich, dass den politischen Entscheidungsträgern Handlungsempfehlungen vorgeschlagen werden, die eine Intensivierung der Informationen zum Zivil- und Katastrophenschutz, eine Verbesserung der Anreize für bürgerschaftliches Engagement, die Überprüfung etwaiger Verpflichtungsstrukturen angeraten werden. Also es ist wichtig, dass sozusagen nicht nur in diesen berühmten Sonntagsreden das Ehrenamt immer wieder hervorgehoben wird, sondern dass man tatsächlich fachlich und intensiver sich damit befasst. Sie haben es schon angesprochen, ich werde Ihnen in den nächsten 20, 25 Minuten in einem ersten Teil darlegen wollen, was auf uns, auf Sie zukommt nach unseren Einschätzungen. Ich werde dann auch ein bisschen darstellen, was wir so in dem Kontext machen. Das Verhältnis Bund-Land ist ja schon angesprochen, angedeutet worden und dann werde ich noch konkret auf einige Aufgabenfelder eingehen, wo wir, Bund und das Land Nordrhein-Westfalen, in besonderen Beziehungen stehen. Abschließend dann eben auch noch konkret einige Aspekte zum Ehrenamt. Was kommt so auf uns zu? Die Bundesrepublik Deutschland ist eigentlich ein katastrophenarmes Land, wenn man das mit anderen Teilen dieser Welt vergleicht. Aber, und die Bilder kennen Sie eigentlich, ab und zu trifft es uns dann eben doch. Das oben links, das Hochwasser an der Donau. Bis vor kurzem war da ein Bild von Hochwasser von 2002 von der Elbe. Es ist ein spannendes Thema an der Elbe. Über 240 Kilometer, 50 Zentimeter mehr als das höchste jemals gemessene Hochwasser an der Donau in Passau. Auch noch mal ein halber Meter mehr. Spannende Frage, was heißt das eigentlich für andere Flusssysteme, für den Rhein? Herr Neudeck sitzt da ja, ich glaube 1782 in Köln, 1382 plus 50 Zentimeter sind es über 14 Meter. Ich glaube 11,60 Meter sind die Vorbereitungen. Ne? So, also da ist, also darf man eigentlich diese Frage in diesem Raum hier dann auch so stellen. Aber ich denke, man muss auch mal einen Gedanken darauf verwenden, was das eigentlich eben nicht nur für den Rhein, auch für die Mosel oder so bedeutet. Thema Stromausfall verfolgt uns seit vielen Jahren. Als dieses Ereignis da oben und kurz vorher der Blackout in Nordamerika eintrat, haben Jürgen Trittin und Wolfgang Clement gesagt, in der Bundesrepublik passiert sowas nicht. Und dann passierte kurze Zeit später das, was Sie unten rechts sehen, der Stromausfall im Münsterland. Das hat auch was mit Energiewende, aber nicht nur mit Energiewende zu tun, sondern mit vielen anderen Faktoren. Und wir sagen ganz deutlich, dass das Risiko eines flächendeckenden, langanhaltenden Stromausfalls wächst, auch weiter wächst. Und darauf müssen wir uns in unserer hochindustrialisierten Gesellschaft einstellen. Und das ist dann auch eine Aufgabe für die Höchste Nation, wenn es denn dazu kommt. Cyberangriffe auf zum Beispiel kritische Infrastrukturen ist etwas, was sozusagen sich am Horizont entwickelt. Mit dem Thema befassen wir uns auch. Und in der Mitte, die 2000 Tonnen Schwefelsäure im Rhein waren letztlich für Vater Rhein nicht so sehr das Problem. Aber die Sperrung der Bundeswasserstraße Rhein für 2 Wochen war für die Industrieunternehmen am Oberrhein schon ein Problem. Also kritische Infrastruktur, Ausfall kritischer Infrastrukturen ist in unserer Gesellschaft eine besondere Bedrohung.
Wir befassen uns als Bundesbehörde mit einem relativ breiten Gefahrenspektrum. Sie sehen das hier von den Extremwetterereignissen angefangen. Düsseldorf haben Sie angesprochen. Wir befassen uns eben auch mit seismischen Ereignissen. Die Bundesrepublik ist auch in Teilen ein Erdbebengebiet. Kölner Bucht, Oberrheingraben, das Vogtland. Das Thema Pandemien, Epidemien ist in unserer globalisierten Welt ein immer wichtigeres Thema. SARS, Vogelgrippe, Schweinegrippe. Was passiert mit Ebola jetzt in Westafrika? Kosmische Ereignisse. Früher wurden wir immer belacht. Bis vor anderthalb Jahren, glaube ich, in Sibirien irgendwann mal so ein Meteorit runtergekommen ist und es gab 1000 Verletzte. Sonnenstürme, Auswirkungen auf kritische Infrastrukturen ist ein Thema. Dazwischen eben eine ganze Menge anderer technischer Unfälle. Terrorismus. Wir Bonner haben immer noch ein ungutes Gefühl, wenn wir auf dem Hauptbahnhof stehen und an die Bombe von vor anderthalb Jahren denken. Und es ist das zweite Mal, dass da eine Bombe langgefahren wurde. 2006 die Bomben, die nach Koblenz und, glaube ich, in Richtung Hamm unterwegs waren, glücklicherweise nicht explodiert sind. Und wir kümmern uns um das Thema Krieg. Das ist allerdings die einzige Bundeszuständigkeit, die wir in diesem Aufgabenfeld haben. Und es gab vor 2 Monaten einen Staatssekretär aus dem hiesigen Innenministerium, der hat gesagt, das Thema ist für uns eigentlich erledigt, Krieg findet nicht statt. Dann kamen die Ukraine und Russland und mittlerweile denken wir wieder intensiver über dieses Thema nach. Meine Mitarbeiter sind rund um die Uhr in einem Bunker in Kalka, zusammen mit Angehörigen der NATO, der Luftwaffe, und überwachen den Luftraum und würden auf den Knopf drücken und die Warnungen über Rundfunk und Fernsehen über die anfliegenden Raketen Ihnen mitteilen. Das ist etwas, was wir 20 Jahre lang nicht mehr beachtet haben, was wir aber wieder in den Blick nehmen. Ganz deutlich auch hier in diesem politischen Raum so gesagt. Bitte weiter. Die neuen Gefahren, die in letzter Zeit sozusagen dazugekommen sind oder stärker in den Fokus geraten sind, extreme Wetterereignisse, Sie haben es angesprochen. Das oben rechts ist ein Bild aus Wachtberg bei Bonn. Da ist ein kleiner Bach, führt, glaube ich, 20 Zentimeter unter normalen Umständen, dann auf 2 oder 3 Meter angeschwollen und hat von Wachtberg ausgehend dann Mehlem halb weggeschwemmt. Und das nicht nur einmal, sondern 2. oder 3. Mal innerhalb kürzester Zeit. Also wir arbeiten mit dem Technischen Hilfswerk, mit dem Deutschen Wetterdienst, mit dem Umweltbundesamt im Rahmen einer strategischen Allianz an einem Projekt, mit dem wir versuchen, die Folgen des Klimawandels für den Bevölkerungsschutz, für das System des Bevölkerungsschutzes auszuwerten. Und wir haben eben bestimmte Erkenntnisse, die insbesondere bedeuten, wir haben eine deutliche Zunahme von Starkregenereignissen in Bereichen, an denen man es bisher nicht erwartet hat. Wir haben eine Zunahme von Hitzewellen, Extremwerte von über 40 Grad über eine Woche, zum Beispiel im Bereich Mannheim. Bei den Stürmen sind wir uns noch nicht so einig. Wir sind gerade in einem Folgeprojekt dabei, die Vergangenheit mal zu spiegeln mit dem, was wir an Prognose gemacht haben, ob tatsächlich wir das, was wir alle fühlen, wir haben eine Zunahme extremer Wetterereignisse tatsächlich auch so wissenschaftlich bestätigen können. Wir haben das Thema Terrorismus, ich habe es angesprochen, kritische Infrastrukturen auch, technische Avarien, das rechts unten, das Bild kennen vielleicht einige von Ihnen, das ist die Shell in Wesseling vor einigen Monaten. Es gibt viele Leute, die sind ganz begeistert, wenn sie die braunen Schilder an der Autobahn sehen, europäische Chemieregion oder so, Chemieregion Europas heißt es, glaube ich. Ich zucke dann immer zusammen, wenn ich dann hier ins Rheinland komme. Damit sind eben bestimmte Risiken verbunden. Und 2008 hatten wir die Unfälle, Herr Neudeck war dabei, mit dem Austritt eben auch von erheblichen Stoffen. Also, ist ein Problem, was wir sehen, was auf uns zukommt. Und jetzt Thema demografische Entwicklung. Es ist nicht nur eine Frage, dass wir weniger werden und älter werden, sondern vor allen Dingen aus meiner Sicht ein Problem. Und insofern sind die Regionen der Republik unterschiedlich betroffen, dass wir ja ganz starke Wanderungsbewegungen haben. In Teilen Ostdeutschland sind die jungen Leute nicht mehr da. Da können Sie sagen, die Frauen in die Feuerwehr, die sind auch nicht mehr da. Die arbeiten auch in Hamburg. Ausländer gibt es da nicht. Dafür haben die Glatzen dann schon gesorgt, dass es in Vorpommern keine Migranten gibt. Also das wird dann schwierig mit so relativ einfachen Vorschlägen. Die kann man nicht 1:1 in allen Regionen gleichermaßen umsetzen. Wehrstrukturreform. Es ist nicht nur die Frage, ob es die Bundeswehr oder das Problem, dass die Bundeswehr aus der Fläche verschwunden ist. Als ich vor vielen, vielen Jahren bei der Bundeswehr Offizier geworden bin, hatten wir in der alten Bundesrepublik, also eine
in den alten Bundesländern, ich glaube so ungefähr 60 Panzerbataillone mit 4 Bergepanzern. Die sind bei den Heidebränden 1975 und bei der Schneekatastrophe 78, 79 einfach rausgefahren. Mittlerweile haben wir in der gesamten Bundesrepublik noch 4 Panzerbataillone mit ein paar Bergepanzern. Heißt also, dass die Masse einfach nicht mehr da ist und damit wir erheblich mehr Zeit brauchen, um die Kräfte ranzuführen. Mit dem Wegfall von Ersatzdienst und Zivildienst gehen uns auch junge Männer verloren, die in den Organisationen gearbeitet haben, insbesondere im THW. Aber auch im Zivildienst sind viele Menschen, Deutsche Rote Kreuz könnte das, glaube ich, bestätigen, zum Rettungssanitäter beispielsweise ausgebildet worden. Die haben wir heute nicht mehr. Und wenn ich eine medizinische Taskforce mit 70 Rettungssanitätern aufstellen will, fehlt mir einfach auch deshalb das Potenzial. Also das hat schon ganz erhebliche Auswirkungen. Rechtliche Rahmenbedingungen, Europa gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und Haushalt, wir werden nachher wahrscheinlich bei der Frage der Ausstattung nochmal auf das Thema kommen. Natürlich habe ich auch gerade in meinem Haushalt sparen müssen. Und wenn ich mir das in den Ländern angucke, wird da auch ganz massiv gespart. So, deshalb, weil es durchaus sehr kompliziert und komplex wird, haben wir gesagt, und das ist unser Ansatz, dass wir, nämlich alle Akteure im Bereich der Sicherheit, eng zusammenarbeiten müssen. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt die unterschiedlichen Aufgabenstellungen von Polizei und Bundeswehr und Nachrichtendiensten und Polizei und Bevölkerungsschutz und Polizei durcheinanderbringen will, sondern wir haben schon unsere Verantwortung und unsere Zuständigkeit, aber wir müssen zusammenarbeiten. Das heißt, auch im Vorfeld und nicht erst in der Katastrophe muss diese Kooperation organisiert werden, durch gemeinsame Ausbildung, durch Übungen, etc. Zum Beispiel sind alle Angehörigen der Hochschule der Polizei in Münster bei uns für 2 Wochen an unserer Akademie und lernen Bevölkerungsschutz. Ich bilde Bundeswehr aus, zum Teil mit Bundeswehrkräften, die bei mir an der Akademie tätig sind. Also da muss es schon einen Schulterschluss geben. Ich brauche die Informationen der Nachrichtendienste über das, was auf uns zukommt, um mich darauf vorbereiten zu können. Und, das ist bisher hier noch nicht angesprochen, die staatliche Seite muss die Kooperation mit dem privaten Sektor suchen. Wir als Staat sind nicht mehr in der Lage, allein die Bevölkerung zu schützen, sondern wir brauchen den privaten Sektor als Betreiber kritischer Infrastrukturen, aber auch als Gesteller von Ressourcen. Woher kriege ich ansonsten die Busse, die ich brauche? Wie ist das mit den Krankenhäusern? Das sind heute nicht mehr die Kreiskrankenhäuser, wo der Oberkreisdirektor noch sagen konnte, das und das und das an Vorsorgemaßnahmen. Das sind nach den Gesetzen des Marktes arbeitende Unternehmen und die sind nicht freiwillig bereit, zusätzliche Betten, zusätzliche Beatmungsplätze oder zusätzliches Personal vorzuhalten. Deshalb im Vorfeld Kooperation, enge Zusammenarbeit üben und ausbilden. Das ist das Thema Bund-Länder-Verhältnis. Nochmal, ich betone es, obwohl der eine oder andere kennen uns ja häufig, das wahrscheinlich nicht mehr hören mag. Der Bund ist rein nach Verfassung und nach Haushaltslage nur zuständig für den Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall. Die Länder abschließend für den Katastrophenschutz. Der Kanzler 2002 an der Elbe und die Kanzlerin 2006 an der Elbe oder 2011 an der, nee, 12, 13 an der Elbe hatten da eigentlich nichts zu suchen. Zuständig wären die jeweiligen Ministerpräsidenten gewesen. Aber letztlich erwartet die Bevölkerung auch, dass die Bundesebene sich da zeigt und dann eben auch Maßnahmen ergreift. 16 Länder mit rund 400 Katastrophenschutzbehörden, Landkreise, kreisfreien Städte in 12.000 Gemeinden mit 24.000 freiwilligen Feuerwehren, 33.000 Feuerwachen, also ein sehr kleinteiliges, komplexes System, 5 Hilfsorganisationen, privatrechtlich organisiert, zum Teil auch föderal in Landes-, in Kreisverbänden. Ich glaube, die Malteser, Herr Liefland, die sind sozusagen ordentlich zentralistisch aufgebaut, aber alle anderen eben auch sehr kleinteilig. 1,8 Millionen Ehrenamtliche heißt es, das ist eine politische Zahl. Die Feuerwehr 1,2 Millionen heißt es, jedenfalls so nachzulesen im Feuerwehrjahrbuch. Wer davon tatsächlich aktiv ist, das ist eine ganz andere Frage. Wer doppelt irgendwo in den Organisationen ist, ist bisher ungeklärt. Aber genauso ungeklärt ist die Frage, wie viel brauchen wir eigentlich? Dieses System ist sehr leistungsfähig. Es ist ein Modell, was wir weltweit im Moment verkaufen. Bevölkerungsschutz made in Germany
ist ein Exportschlager. Und dazu gehört auch das Thema Ehrenamt. Wir sind in Tunesien, bauen da freiwillige Feuerwehrstrukturen auf. Wir waren im Vorfeld der WM in Brasilien, haben hervorragende Projekte gemacht und eine Idee ist jetzt in Brasilien freiwillige Feuerwehrstrukturen aufzubauen. Also das wird anerkannt und wir sind gut, wir sind leistungsfähig. Ich glaube, in keinem Land der Welt ist so schnell die Feuerwehr, ist so schnell der Rettungsdienst vor Ort. 8 Minuten oder 10 Minuten, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. In der Stadt, wo jetzt unsere Nationalmannschaft beheimatet ist, Porto Seguro, 140.000 Einwohner, eine Region von 700.000 Einwohnern, 100 Kilometer in Ost-West-Ausdehnung, 300 Kilometer in Nord-Süd, also 30.000 Quadratkilometer, gibt es pro Tag in einer Feuerwehrschicht 23 Männer und Frauen, die den Brandschutz da machen. 23 für 30.000 Quadratkilometer. Da leben wir in idyllischen Verhältnissen. Ich will das, natürlich gibt es Unterschiede, aber wir müssen natürlich auch immer gucken, auf welchem Niveau wir auch diskutieren. Sehr leistungsfähig. Wir haben allerdings 2002 gesehen, der Bund leistet eigentlich nur die Amtshilfe, die Katastrophenhilfe durch THW und die Bundeswehr und die Bundespolizei. Ich muss es wieder sagen, Schlesinski, das THW ist keine Katastrophenschutzorganisation, sondern ist eine Zivilschutzorganisation. Und hat aber sozusagen eine sehr positive Entwicklung in den letzten 20 Jahren unternommen, weil man faktisch das THW in die allgemeine Gefahrenabwehr integriert hat. Das stößt auf kein Verständnis, wenn man sagt, eigentlich hat das THW mit dem Ganzen, was in den Ländern passiert, nichts zu tun. Das ist gut so und das wollen wir auch weitermachen, aber man muss es sozusagen im Hinterkopf behalten. Dieses System leistungsfähig, wir haben aber 2002 bei der Elbe, beim Elbehochwasser gesehen, dass es doch bei großen nationalen Schadensereignissen Defizite und Probleme gegeben hat. Deshalb haben Bund und Länder sich verständigt, dass der Bund stärker in die Verantwortung geht, mehr macht, sich engagiert, dann ist das BBK auch entstanden. Wir haben viel mehr in Ausbildung gemacht, wir haben Geld in die Hand genommen, um dieses integrierte Hilfeleistungssystem zu organisieren. Faktisch nicht und leider nicht rechtlich abgesichert. Das heißt, wir verstehen uns alle als Bestandteil eines Systems des Bevölkerungsschutzes und heben die Trennung zwischen Zivilschutz und Katastrophenschutz auf. Daran arbeiten wir. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren das auch gemeinsam erfolgreich entwickelt. Beim Hochwasser im letzten Jahr haben viele Instrumente, die wir in den letzten Jahren geschaffen haben, auch hervorragend funktioniert. Dass die Kolonnen eben von NRW nach Sachsen-Anhalt hin und zurück gefahren sind, dass Kräfte aus Hessen nach Bayern gegangen sind, das hat super funktioniert. Ich glaube, bis auf Kleinigkeiten haben wir oder können wir sagen, dass die Bewältigung dieser Katastrophenlage gut gelungen ist. Ich will es aber nur ganz kurz andeuten. Dieses System wird jetzt in Frage gestellt, weil der Bundesrechnungshof, insofern freut mich, dass auch Vertreter der Bundestagsfraktion hier sind, der Bundesrechnungshof und der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages gesagt haben, wir müssen zurück zur Trennung. Ohne Verfassungsänderung geht das nicht. Dürft ihr als BBK kein Geld in die Hand nehmen für die Länder, für den Länderkatastrophenschutz, dann sind wir auch bei den Fahrzeugen, um die es jetzt geht. Weil ich natürlich keine Feuerwehrfahrzeuge beschaffen darf, die jetzt zur Bewältigung von Chemieunglücken, zu Großbränden irgendwo eingesetzt werden, sondern eigentlich nur Fahrzeuge beschaffe für den großen Vaterländischen Krieg. Und das betrifft all das im Übrigen, was ich sonst noch mache, auch. Von der Ausbildung über die Übung bis hin zur Warnung. So, und das ist die Position eben des Haushaltsausschusses, der uns aufgefordert hat, mit den Ländern jetzt den Versuch zu unternehmen, das zu regeln, hieße aber die Verfassung zu ändern. Und da sagen die Bundesländer, und jetzt darf ich dann auch etwas böse sagen, in der Spitze das Land Nordrhein-Westfalen, njet. Und ich komme mir dann vor wie mit Khrushchev, der dann irgendwann mit seinem Schuh auf den Tisch der UN gehauen hat und gesagt, geht überhaupt nicht. Da haben wir ein echtes politisches Problem. Vielleicht nehmen Sie es einfach mal mit. Weil letztlich, wenn das dann so käme und wir das in der Form nicht mehr machen könnten, all das, was ich Ihnen jetzt gleich noch sagen werde, nicht mehr so funktioniert. Ganz kurz nur die Aufgaben. Wir haben eben immer noch die alten Zivilschutzaufgaben, also Schutz der Bevölkerung vor Luftkriegsgefahren, machen wir auch noch. Und seit 2004 eben die Unterstützung,
von Bund und Ländern und in den Ländern der zuständigen Organisationen im Katastrophenfall und vor allen Dingen auch vor der Katastrophe im Bereich der Ausbildung. Wir haben das Lagezentrum in Bonn und wir machen eben auch eine ganze Menge, und das ist das Thema Selbsthilfe, Fähigkeit der Bevölkerung, um Menschen besser vorzubereiten, sich selbst helfen zu können. Da gibt es eine ganze Menge Angebote, aber das wäre dann sicherlich schon wieder das Thema eines nächsten Kongresses. Also es gibt eine ganze Menge, nur wir stellen eben auch fest, dass die Menschen mit so etwas sich gar nicht befassen wollen. Also wir haben Hunderttausende unserer Broschüren verteilt in den letzten Jahren, wir haben Internetauftritte, wir machen das für Kinder, für Jugendliche, aber wir treffen auf relativ geringe Akzeptanz. Immer wenn was passiert, also Münsterland, Stromausfall, nach 2 Tagen rief die Bild-Zeitung bei uns an und sagte, Sie haben doch da so eine Checkliste, können wir die nicht bei uns abdrucken. 2 Tage nach dem Ereignis haben sie das dann auch gemacht, nur dann ist es zu spät, um irgendwelche Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Also ist ein ganz dickes Brett, was wir da bohren müssen. Bitte weiter. Ich komme jetzt zu 4 Beispielen für konkrete gemeinsame Projekte mit Nordrhein-Westfalen, die aber in dem Kontext des heutigen Themas auch, denke ich, wichtig sind. Thema Warnung. Sie haben angesprochen, die Bevölkerung müsste aufgeklärter sein, informierter sein. Und in dieser Erkenntnis haben wir gesagt, zusammen mit den Ländern müssen wir die Warnung der Bevölkerung technisch intensivieren. Aber dazu gehört natürlich auch, dass wir den Menschen dann in einem nächsten Schritt klar machen, was das eigentlich bedeutet. Ich habe beschrieben, dass wir die Aufgabe haben, Warnung vor Luftkriegsgefahren. Dazu haben wir ein technisches System über Satelliten und wir können heutzutage schon innerhalb von wenigen Sekunden Warnungen über Rundfunk und Fernsehen aussprechen. Nicht nur vor den Gefahren, die ich angesprochen habe, sondern wir haben das System insoweit erweitert, ergänzt, dass wir eben auch vor friedensmäßigen Katastrophenlagen oder bei friedensmäßigen Katastrophenlagen warnen können. Die Hamburger haben das zum Beispiel bei dem Sturm Xaver im letzten Jahr schon gemacht. Wir wollen das soweit dezentralisieren, dass an dieses System angeschlossen werden alle Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen. Da ist ein entsprechendes Programm ja auch aufgelegt worden. Dann hätten wir, ich glaube, 54 Möglichkeiten, Warnungen in dieses System einzuspeisen und dann würde innerhalb von wenigen Sekunden eben die Warnung vor der drohenden Gewitterfront, vor der Giftwolke, die aus Köln irgendwo hintreibt, dann verbreitet werden können. Jetzt schon über Rundfunk und Fernsehen und wir werden in wenigen Monaten eine App als Bund zur Verfügung stellen, sodass dann jeder, der so ein Gerät hat, sich die App runtergeladen hat, dann eben diese Warnmeldung bekommt. Das System ist offen, da können dann am Ende dann auch andere technische Lösungen angeschlossen werden. Das Thema Sirenen spielt ja hier in Nordrhein-Westfalen eine große Rolle. Einige Kommunen haben Katwarn. Für uns ist das wichtig in Betrachtung des Gesamtsystems, um die Bevölkerung selbsthilfefähiger zu machen. Die müssen ja erstmal wissen, dass was auf sie zukommt. Und natürlich müssen wir denen auch dann die notwendigen Informationen dazugeben. Es nützt nichts, wenn die Sirenen heulen und die Menschen wissen nicht, was das zu bedeuten hat. Da ist sicherlich noch eine ganze Menge an Arbeit, die auf uns zukommt. Insofern bevorzugen wir im Moment eben auch solche Geräte, weil man über diese Dinge dann auch Informationen ja gleich verbreitet und nicht nur ein Warnton. Also hier sind wir dankbar, auch über die Kooperation mit NRW. Ausstattung. Es wird ja immer gesagt, für das Ehrenamt ist die Ausstattung auch von ganz großer Bedeutung. Ich will das nicht grundsätzlich in Abrede stellen, aber ich glaube, andere Dinge sind wichtiger. Gleichwohl hat mein damaliger Minister Schäuble entschieden, dass insbesondere bei den Brandschutzfahrzeugen der Bund sich weiterhin engagiert zur Förderung des Ehrenamts. Und daraus ist 2007 ein Programm geworden, rund 5.000 Fahrzeuge, davon 1.400 echte Brandschutzfahrzeuge, daneben viele weiße Autos, also Sanitätsfahrzeuge und ABC-Abwehrfahrzeuge. Das ist noch Stand der Dinge. Und jetzt bin ich wieder bei den Haushaltseinsparungen. Es sind jetzt mittlerweile 10 Millionen weniger im Haushalt, sodass wir dieses Programm 1:1 nicht mehr umsetzen können. Wir sind im Moment in einer Diskussion auf der politischen Ebene,
wie es denn weitergehen soll. Derzeitiger Stand ist, dass wir im Haushalt 2014, der ja gerade verabschiedet wird, noch knapp 50 Millionen haben. Was das konkret bedeutet, wie es jetzt weitergeht, kann ich nicht sagen. Wir haben im Bereich der weißen Fahrzeuge, also Sanitätsfahrzeuge insbesondere, NRW weitestgehend ausgestattet. Wir haben auch nach meiner Auffassung im Bereich ABC-Schutz noch Defizite. Da wartet NRW auf die Messleitkomponenten, auf die zusätzlichen ABC-Erkunder. Das Thema, was hier wahrscheinlich auch vordringlich interessiert, sind die Löschfahrzeuge. NRW sitzt eben und die stecken in den vorhandenen, bereits ausgelieferten Brand 250 stecken eben ganz viele alte LFs. Da müssten jetzt die neuen kommen. Ich habe einen Auftrag erteilt, auch eine weitere Option, aber hier kommt es letztlich darauf an, wie viel Geld ich in Zukunft noch haben will. Haben werde. Das ist kein Problem, das ich lösen kann, sondern das ist ein Problem, was auf politischer Ebene zu lösen ist. Es nützt dann auch nichts, darf ich dann hier auch mal sagen, wenn Sie, also die Feuerwehrkräfte, Ihre Bundestagsabgeordneten einen Brief an mich schreiben lassen, ich kann das dann noch weitergeben. Diese Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind im Übrigen die, die das selbst so beschlossen haben, dass ich weniger bekomme. Also, wir können da lange drüber reden. An der Stelle kann ich Ihnen aber heute auch keine weitere Auskunft geben. Also ich will weiter Brandschutzfahrzeuge beschaffen. Im Moment sieht es auch nicht so aus, dass der Bund vollkommen aussteigt. Sie haben angesprochen, Verhältnis Ehrenamt-Hauptamt. Ich glaube, dass bei den komplexen Lagen, die auf uns zukommen, Ehrenamt allein überfordert wird. Der ABC-Bereich ist mir ganz besonders wichtig. Das können Sie allein im Ehrenamt nicht machen. Wenn Sie einen ABC-Erkunder haben, müssen Sie da Leute drauf haben, die mindestens irgendwie, vielleicht auch im Privatberuf, vorausgebildet sind. Sonst funktioniert das nicht. Und wenn es dann wirklich ganz schwierig wird, und deshalb haben wir diese analytischen Taskforces, die ja eingerichtet wird, müssen Sie Berufskräfte darauf haben. Und ich glaube, das ist eine Tendenz, dass Sie hauptamtliche Korsettstangen einziehen müssen, weil in bestimmten Bereichen die Aufgabenstellung so schwierig wird, dass sie das auch nicht im Rahmen von normaler Ausbildung im Ehrenamt noch leisten können. Deshalb gerade hier in NRW von uns zusätzliche Einheiten bei den Berufsfeuerwehren, die letztlich die Grundausstattung, die vom Ehrenamt gestellt wird, in der Fläche dann unterstützen. Und das eben nicht nur im Bereich Chemie, sondern zukünftig dann auch im Bereich Biologie. Und ich habe mir erlaubt, noch unsere Rettungshubschrauber dazu zu setzen, weil die immer untergehen. Wir haben eben als Bund 12 Luftrettungsstationen mit 16 Maschinen und davon 3 hier in NRW. Da wird jetzt sozusagen der Irrsinn des Systems auch wieder deutlich. Diese Hubschrauber darf ich natürlich nur beschaffen für den Verteidigungsfall und muss dann eine Begründung finden, warum ich diese Hubschrauber habe. Das heißt dann Überwachung von Marschstraßen, Flüchtlingsbewegungen. Dafür beschaffe ich die Dinger. Und wenn ich dann so einen Hubschrauber übergebe, dann gucken mich die anwesenden Mitarbeiter und Mitarbeiter der Krankenhäuser und der Hilfsorganisationen immer ganz groß an, weil ich ihnen ja eigentlich einen Rettungshubschrauber dahinstelle, der in der alltäglichen Luftrettung eingesetzt wird. Aber wie gesagt, verfassungsrechtlich und damit haushaltsrechtlich kriege ich das nicht anders hin. Aber ich denke, das ist ein hervorragendes Einsatzmittel und wir sind gerade dabei zu überlegen, wie wir das ausweiten können. Meine Zeit läuft mir schon wieder weg. Ganz wichtiges Thema ist Ausbildung. Haben wir in Sachsen jetzt gesehen. Sachsen war bei der Elbe 2002 ganz schlecht ausgebildet in Stäben. Es hat ein besonderes Programm gegeben, sodass jetzt flächendeckend alle Gebietskörperschaften in Sachsen mehrfach bei uns an der Akademie waren. Und das hat sich ausgezahlt. Sachsen-Anhalt hat das nicht getan. Bis 2008 sind sie da gewesen, dann nicht mehr. Und die haben jetzt erhebliche Probleme bekommen. Also Ausbildung auch für Ehrenamt ist wichtig. Wir machen entsprechende Angebote. So, jetzt sind wir eigentlich beim Ehrenamt. Die Anerkennungskultur ist ein zentrales Thema. Ich glaube, das machen Sie im Landtag, es macht fast jede Kommune. Es ist wichtig, dass man das Ehrenamt würdigt, die Angehörigen der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen, des THW auch da mal hervorhebt. Wir als Bund, das ist aber nur ein Beispiel, machen das in dieser Form.
mit der helfenden Hand, ist ausgesprochen erfolgreich, findet hohe Anerkennung. Und was jetzt wichtig ist, das, was da an Projekten vorgestellt wird, sammeln wir und stellen es sozusagen dann flächendeckend wieder zur Verfügung. Es macht ja nicht Sinn, dass man das einmal da präsentiert und dann verschwindet das wieder in der Schublade. Also wichtig auch die Kombination, diese wertvollen Initiativen dann eben auch in der Breite bekannt zu machen. Zielgruppen, Sie haben es vorhin angesprochen, natürlich besondere Projekte für Frauen, für Migranten, aber auch für ältere Menschen. Und wir fangen eben sehr früh an. Wir haben in einem Pilotprojekt mit der Augsburger Puppenkiste, ältere Menschen wie mir ist das durchaus noch bekannt, ja. Jim Knopf und Lukas und die, also haben mit der Augsburger Puppenkiste mal sowas gemacht, was die Hilfsorganisationen auch einsetzen können, auch wieder nur als Beispiel, um sehr frühzeitig eben an Kinder und Jugendliche heranzukommen. Wir haben daneben ein Projekt über Internet und unter Einbeziehung der Schulen, dem wir versuchen, an Kinder im Grundschulalter heranzukommen mit entsprechenden Angeboten. Zum einen Ehrenamtsförderung, aber zum anderen auch Verbesserung der Selbsthilfefähigkeit. Also in dem Alter merken sich die Kinder das und lernen noch. Und es, unsere Erfahrung zeigt, dass es einfacher ist, über Kinder und Jugendliche an dieses Thema ranzukommen, als dann über die Erwachsenen. Und dann, das gehört bei einer Bundesoberbehörde dazu, befassen wir uns natürlich jetzt forschungsmäßig mit dieser Thematik. Das sind die Dinge, die Sie angesprochen haben, natürlich auch alle Bestandteile unserer Arbeiten. Wir haben jetzt hier ein Ergebnis von ersten Forschungsprojekten, die letztlich aber zeigen, dass so diese alten Konzepte, angefangen von der Ehrenamtscard, über, weiß was ich, allgemeine Appelle so nichts wirken, sondern muss sehr differenziert sich dieser Thematik nähern. Man muss an der Basis sicherlich sehr viel einzelfallbezogen arbeiten. Und es ist ein mehr als nur dickes Brett, um tatsächlich an den verschiedenen Punkten da Verbesserungen zu bekommen. Es gibt kein Allheilmittel oder kein Königsweg, um das Ehrenamt demografiefest zu machen, sondern es erfordert eben auch auf der politischen Ebene unheimlich viel Einsatz, aber auch bei den Hilfsorganisationen und. Jeder muss ein Stück dazu beitragen. Letztlich, aber das war ja auch Ihre Eingangsfrage, glaube ich, dass wir Ehrenamt grundsätzlich weiterhin brauchen, aber wir werden Korsettstangen des Hauptamtes einziehen müssen und wir müssen parallel, weil das dieses System alleine nicht mehr ausreicht, wir müssen gleichzeitig die Bevölkerung selbsthilfefähiger machen, gerade wenn wir uns angucken, Folgen von Klimawandel, plötzlich auftretende Ereignisse, die es gar nicht mehr möglich machen, dass Feuerwehr überall zur gleichen Zeit am gleichen Ort ist. Und das ist dann der letzte Punkt, weil es heute auch noch ein Gegenstand des Workshops ist. Für uns ist dieses Thema von besonderer Bedeutung. Wir können da auch Angebote machen, psychosoziale Notfallversorgung, auch für Einsatzkräfte, nicht nur für Betroffene, sondern wir haben eben gemerkt, dass auch Einsatzkräfte, Hauptamtliche, aber auch Ehrenamtliche, da Unterstützung brauchen. Wir haben vor einigen Wochen an der Akademie mit dem Deutschen Feuerwehrverband und der AGBF einen konkreten Workshop zu der Thematik gemacht. Wichtiges Themenfeld, da kann ich nur sagen, wenn Sie da weitere Beratung, Unterstützung haben wollen, können wir da sicherlich einen Beitrag leisten. Damit bin ich durch, fast doch in der Zeit. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Unger, für diesen Überblick. Das war auf jeden Fall, fand ich auch, also ich habe mir viel mitgeschrieben, auch viele Punkte, gerade diese Frage Verfassungsänderung werden wir, denke ich, auch nochmal hier intern diskutieren und bewegen. Auf jeden Fall herzlichen Dank. Ich würde jetzt vorschlagen, wenn es nicht sofort ganz dringende Fragen oder Anmerkungen, insbesondere zu Herrn Unger gibt, weil er nämlich gleich auch los muss. Ich weiß nicht, gibt es die? Frage ich mal so. Dann würde ich die nämlich jetzt noch nehmen und dann würde ich sagen, gehen wir gleich aber auch in eine kurze Pause und dann in die Workshops. Aber bitteschön. Wäre vielleicht gut, wenn Sie auch Ihren Namen und vielleicht die Organisation nennen könnten, woher Sie kommen. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Weber. Ich bin ehrenamtlich in der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Ja, habe ich gemacht. Und würde gerne in Bezug auf den Bedarf, den Sie auch
für die zukünftigen Jahrzehnte da so ein Stück weit skizziert haben, fragen, inwiefern die europäische Integration aus Ihrer Perspektive da eine Rolle spielt, also die gegenseitige Hilfe, grenzübergreifend, um den Bedarf, der durchaus nicht nur punktuell ist, sondern auch in der breiten Fläche angelegt sein kann, zu decken. Danke sehr. Also es war in der Vergangenheit schon überhaupt kein Problem, dass mindestens das THW ins Ausland gegangen ist. Das THW hat ja auch einen entsprechenden gesetzlichen Auftrag. Bei Feuerwehren ist das nicht so einfach, weil unsere Feuerwehren sind darauf nicht eingestellt. Das ist eine kommunale Aufgabenstellung und so wird sie eigentlich weitestgehend gesehen. Es gibt deshalb beispielsweise auch keine Brandschutzmodule, deutsche Brandschutzmodule, die ins Ausland gehen. Im Bereich ABC werden wir das machen mit den ATFs. Es gibt aber den Wunsch, auch seitens der Feuerwehren das zu machen. Gerade bei dem Hochwasser auf dem Balkan vor einigen Wochen ist die hessische Feuerwehr ja auch rausgegangen. Spannend für mich im Moment ist die Frage, wie das umgekehrt geht. Wir haben immer uns so stark eingeschätzt, dass wir ausländische Hilfe nicht brauchen. Das Thema Incoming Assistance ist deshalb bisher auch nur sehr vorsichtig angefasst worden. Wir wollen das beispielsweise im nächsten Jahr bei unserer großen Lügex-Übung, da machen wir Sturmflut an der Nordsee, wollen wir mit Dänemark und den Niederlanden das mal üben, wie das denn geht, wenn da ausländische Kräfte sich dann beim Stab eines Landkreises melden und sagen, jetzt stehen wir hier und nun macht mal. Angefangen von der Sprachproblematik bis hin zu unterschiedlichen Einsatzgrundsätzen und. Also Europa spielt eine immer größere Rolle. Es gibt das europäische Gemeinschaftsverfahren. Bisher, wie gesagt, Deutschland unterstützt. Für mich spannend die Frage, wie das in die andere Richtung geht. Aber das ist auch sicherlich eine Tendenz, dass zunehmend eben diese Verzahnung erfolgt.